Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um den Reboost der ISS. Viel Spaß! Ich erzähle dir heute, warum nur russische ISS-Module Triebwerke haben, welche Raumschiffe die ISS bisher besucht haben, welche davon reboosten können und warum man diese Fähigkeit auch bei einem absehbaren Ende der ISS braucht. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Weltraumtechnik, Raumfahrt-News, Talks und Interviews zur Raumfahrt und Live-Raketenstarts. Bla bla bla, ja, die ISS wird früher oder später abstürzen. Muss ich dir nicht erzählen, du bist ja Raumfahrt interessiert und weißt sowas. Trotzdem hier nochmal kurz. Die ISS fliegt so niedrig, dass die Atmosphäre noch so dicht ist, dass sie jeden Tag etwa 90 Meter absinkt. Absacken, dicht, ich bin nicht betrunken, sondern das ist ein richtig großes Problem für Raumstationen. Wurde der ersten amerikanischen Raumstation Skylab zum Verhängnis. Hat Tony von Mondgeflüster ein gutes Video zu. Wenn man die ISS nicht regelmäßig auf einen höheren Orbit boostet, würde sie sprichwörtlich unkontrolliert vom Himmel fallen. Dafür müssen jährlich etwa 7 Tonnen Treibstoff eingesetzt werden für dieses Reboost. Bei Startpreisen von einigen tausend Dollar pro Kilogramm weißt du dann auch direkt schon, warum der Betrieb der ISS jedes Jahr mehrere Milliarden verschlingt. Zum ISS-Orbit. Die ISS fliegt ja in etwa 400 Kilometer Höhe. Das variiert aus einer ganzen Reihe von Gründen. Sogar das kosmische Wetter spielt dabei eine Rolle. Aber grob kannst du dir merken, sollte die ISS mal unter 200 Kilometer kommen, ist sie für immer verloren. Dort wäre der aerodynamische Widerstand so groß, dass die Triebwerke der Station und die Treibstoffreserven nicht ausreichen würden, um die ISS wieder auf ihren normalen Orbit zu bringen. Weil so viel kostbarer Treibstoff für den Betrieb aufgewendet werden muss, hat man sich ein paar Dinge einfallen lassen, um den Betrieb effizienter zu gestalten. So werden zum Beispiel die Solarpaneele, wenn sich die Station im Erdschatten befindet, so ausgerichtet, dass sie dem Fahrtwind möglichst wenig entgegenstehen. Dieser sogenannte Night Glide Mode reduziert den mittleren Luftwiderstand der Solarpaneele um 30% und spart in etwa eine Tonne Treibstoff pro Jahr. Aber muss man nicht auch die Triebwerke feuern, wenn man die Solarpaneele dreht? Aktio gleich Reaktio, sonst würde sich ja die Station um sich selber drehen. Ja, Schlauberger. Nein, denn die Station verfügt über Rotationsräder, die elektrisch betrieben werden und durch ihre Schwungmasse die Station elektrisch ausrichten können. Rotationsräder sind irgendwann übersättigt und dann muss man doch Triebwerke nutzen, um sie wieder zu entsättigen. Das spart aber trotzdem viel mehr Treibstoff, als wenn man das mit den Triebwerken machen würde, also dieses Gegensteuern gegen die Rotation der Solarpaneele. Ich habe mir sagen lassen, dass mit viel Gehirnschmalz und höherer Mathematik-Magic das Entsättigen der Schwungräder an der ISS mittlerweile auch ohne Triebwerke funktioniert. Wie genau, kann ich euch leider nicht sagen, aber auch ein gutes Beispiel, wie viel man an der ISS gelernt hat und wie man immer weiter versucht, den Betrieb effizienter zu machen. Schwungräder und Gyroskope, ich will da gar nicht so weit heute eintauchen. Die 4 im Dauereinsatz an der ISS haben jeweils eine Masse von 315 Kilogramm und drehen konstant mit 6600 Umdrehungen pro Minute. Warum 4, wenn es 3 Raumachsen gibt? Ja, Redundanz. Das Ausrichten geht theoretisch auch mit 3. Trotzdem befindet sich zusätzlich noch Ersatz außen an der Station. Sollte wie in der Frühphase der ISS ein Gyroskop ausfallen, wäre Ersatz schnell installiert. Gyroskope und die mechanische Stabilisierung von Flugkörpern, super Thema. Weiß ich, habe ich schon mal versprochen, mache ich demnächst eine Folge drüber. Aber was ist denn nun mit den russischen Triebwerken, ohne die die ISS stirbt? Und warum nur russische? Ja, während die Stromversorgung der ISS hauptsächlich über den amerikanischen Teil funktioniert, das sind ja die größten Solarpaneele, verfügt nur der russische Teil der Station, der hintere hier, überhaupt über Triebwerke. Das ist historisch bedingt. Während die sowjetische und später die russische Raumfahrt seit Salyut und Mir-Zeiten Module verwendet, die wie eigene Raumschiffe funktionieren, sind die amerikanischen Module relativ dumme Blechdosen. Das liegt daran, wie die Module gestartet wurden. Während die russischen Module nach dem Aussetzen im Orbit durch Proton-Raketen selbst ihre Zielposition ansteuern, machen die Chinesen mit langer Marsch 5 übrigens heute auch so bei ihren Modulen, hatte die amerikanische Raumfahrt mit dem Space Shuttle in den 80ern, als die amerikanische Freedom-Raumstation geplant wurde, 5 unausgelastete Frachtraumschiffe rumliegen. Böse Zungen sagen auch, das ISS-Programm wurde von der NASA nur ins Leben gerufen, um den vielen Shuttle-Zulieferfirmen die Arbeitsplätze zu sichern. Militärisch-industrieller Komplex und so. Wie auch immer, alles, was das Shuttle hochgebracht hat, brauchte also keinen eigenen Antrieb, während alle großen russischen Module im Prinzip eigene Raumschiffe sind. Apropos Raumschiffe, was für Raumschiffe haben die ISS in ihrer über 20-jährigen Geschichte besucht? Naja, Space Shuttle, Soyuz-Raumschiffe, Progress, Frachtraumschiffe, das europäische ATV, das japanische HTV, der Cargo Dragon, die Cygnus-Raumfrachter und neuerdings der Crew Dragon bzw. der Dragon 2. Was für Raumschiffe sollen da in Zukunft noch dazukommen? Boeing Starliner und Sierra Nevadas Dream Chaser. Die Station selbst kann nur mit den Triebwerken der russischen Module Zarya, Zvezda und
Nauka arbeiten, wobei Nauka nicht günstig liegt, was den Schwerpunkt der ISS angeht. Dafür geht die Steuerung da relativ einfach. Ja, der gemeinsame Schwerpunkt der Station liegt in etwa auf der Mittellängsachse auf Höhe des Harmony-Moduls, an dem die Ausleger für die Solarpaneele befestigt sind. Also grob auch da, wo die Gyroskope untergebracht sind. Natürlich hat man sich bei der Konstruktion der gesamten Station Mühe gegeben, alle Massen sinnvoll zu verteilen, aber es leuchtet, glaube ich, ein, dass auf der ISS der gemeinsame Massenschwerpunkt während des Betriebs variabel ist. Für den eigenen Antrieb der Station sorgt hauptsächlich das Zvezda-Modul. Dessen Längsachse geht in etwa durch den Massenschwerpunkt der Station und seine Triebwerke zeigen auch die meiste Zeit in die richtige Richtung. Die ISS fliegt ja mit dem internationalen Teil voran. Wenn man jetzt schneller fliegen möchte, um den Orbit anzuheben, muss man genau in Flugrichtung weiter beschleunigen. Also hier hinten was rausschmeißen. Macht also allein schon aus diesem Grund Sinn, dass der Antrieb hinten ist. Weiter ist das Modul aber auch relativ weit vom Massenschwerpunkt entfernt. So sind Steuerbewegungen mit einem relativ langen Hebel versehen, was bei einer 440 Tonnen schweren Raumstation bestimmt nicht die schlechteste Idee ist. De facto wird aber ein Großteil des Boosts des Antriebs durch besuchende Raumschiffe erledigt. Denn die Triebwerke an den russischen Modulen haben eine begrenzte Lebensdauer, besser gesagt eine kumulierte maximale Brenndauer. Da will man die Triebwerke natürlich so wenig wie möglich abnudeln. Da die Position von Zvezda hinten aber besonders gut geeignet ist, um Bahnanhebungen und Steuerungen zu übernehmen, ist am hinteren Dockingport von Zvezda auch ein guter Port, um Raumschiffe zu docken, die Orbitanhebungen durchführen sollen, wie hier der russische Progressfrachter. Ähnlich zu den Progressfrachtern konnte das europäische ATV auch die Treibstoffvorräte der russischen Module auffüllen. Extrem wichtig. Bei den eingesetzten giftigen, hypergolen Treibstoffen kann man sich vorstellen, dass man den Treibstoff nicht unbedingt mit Tetrapacks innerhalb der Station aus dem Frachtmodul holt und dann mit einem Trichter oder so irgendwo einfüllt. Auffüllen der stationseigenen Treibstoffvorräte ging also nur mit dem ATV oder aktuell nur noch mit den Progressfrachtern. Übrigens wird angenommen, dass das Leck am hinteren Teil des Zvezda-Moduls vermutlich durch Materialermüdung, durch die vielen Reboosts von dieser Stelle kam. Da der Andockpunkt am hinteren Ende von Zvezda strategisch so günstig ist, habe ich mir sagen lassen, dass der so gut wie immer belegt ist, weil so die Gefahr, dass er durch Weltraumschrott oder Mikrometeoriten beschädigt wird, minimiert wird. Okay, also Reboost mit den stationseigenen Triebwerken oder am liebsten mit Raumschiffen am hinteren Ende von Zvezda. Das verfügt über den russischen Docking-Adapter. Hier können also nur russische Raumschiffe andocken. Während Cygnus und HTV, wie der Dragon, den großen Common Berthing Mechanism, CBM, zum Docken nutzen, der auch die Module im amerikanischen Teil verbindet, verwendet der Crew Dragon bzw. der Dragon 2 den internationalen Docking-Adapter. Wenn du vorhin gut aufgepasst hast, wirst du jetzt vermutlich sagen, dass alle gerade genannten Raumschiffe die ISS nicht boosten können, weil die Achsen der Docking-Ports nicht durch den Schwerpunkt gehen oder in die falsche Richtung zeigen. Bevor wir uns anschauen, wann und warum die ISS falsch herumfliegt, ich habe mir für euch eine Senkrechtstarter-Sommerkollektion ausgedacht. Es gibt jetzt auf euren Wunsch hin Senkrechtstarter-Poloshirts mit Sticklogo und vieles, vieles mehr. Wenn du genauso wie ich davon überzeugt bist, dass die Raumfahrt das Thema der nächsten Jahre wird und du für unseren Apollo-Moment noch das passende Outfit suchst, in unserem Community-Shop Wearspace wirst du fündig. Ich habe auch eine Osteraktion eingerichtet. Bis zum 1. Mai bekommst du bei einem Warenwert von 75 Euro neben den Versandkosten eine Senkrechtstarter-Hitzeschild-Tasse geschenkt. Dazu musst du einfach nur deinem Warenkorb von 75 Euro die Tasse hinzufügen und wenn du zur Kasse gehst, wird dir der Preis der Tasse nachträglich gutgeschrieben. So, aber erstmal zur falschen Richtung. Die ISS ist zwar die meiste Zeit so ausgerichtet wie beschrieben mit internationalem Teil, hier dem vorderen, in Flugrichtung, russischer Teil hinten und Kopula nach unten zur Erde. Wenn Raumschiffe ankommen, wird die Position aber oft so geändert, dass es für das Rendezvous am günstigsten ist. Die Station wird also absichtlich falsch ausgerichtet. Tatsächlich wurde bei Space Shuttle-Besuchen die ISS über die gesamte Besuchsdauer umgedreht. Das heißt, das Space Shuttle war zwar an der Station vorne angedockt, also hier, die Flugrichtung war aber mit dem russischen Teil voran. So wollte man die Hitzeschilde des Shuttles schützen. Beim Boosten, beim Orbitanheben durch das Shuttle hat man die gesamte Station so gedreht, dass beim Zünden der Steuerdüsen des Shuttles der gemeinsame Kraftvektor der Triebwerke möglichst durch den ISS-Schwerpunkt geht, beziehungsweise das Shuttle eben ausgleichen konnte. Dazu wurde die Lageregelung der Station komplett an das Space Shuttle abgegeben. Das ging aber auch nur bei Space Shuttle so, dass einfach ein extrem großes, starkes Raumschiff war. Besonders effizient kann das meiner Meinung nach nicht gewesen sein. Aber Effizienz ist, glaube ich, ein nicht so häufiges Wort in der US-amerikanischen Sprache. Das Shuttle hatte bei seinen Standardbesuchen etwa 230 Kilogramm Treibstoff für den Reboost zur Verfügung. Für Shuttle-Missionen, die zur maximalen Orbitanhebung geplant wurden, waren es 1600 Kilogramm Treibstoff. Wenn das japanische HTV am
Nadir-Port des Harmony-Knoten dockt, beziehungsweise vom Canadarm 2 dorthin gedockt wird, zeigen seine Triebwerke in die falsche Richtung, würden hauptsächlich eine Rotation der Station ausführen. Ähnliches, wenn Dragon 2-Kapseln am Zenit-Port andocken. Die Bezeichnung der Position an der ISS Zenit und Nadir meint bei normaler Ausrichtung Zenit erdabgewandt, also oben, dagegen Nadir erdzugewandt, unten. Die Seiten werden wie in der Schifffahrt zur Flugrichtung mit Backbord links und Steuerbord rechts bezeichnet. Also die Nadir- und Zenit-Ports am Harmony-Modul fallen weg, weil man so die Station nur rotieren würde. Aber was ist mit dem internationalen Docking-Port ganz vorne? Ja, von den internationalen Docking-Adaptern gibt es zwei Stück. Nummer 3 am Zenit-Port oben und Nummer 2 vorne an Harmony. Der in der Zenit-Position fällt natürlich wieder weg, weil man sich so nicht durch den Schwerpunkt beschleunigen würde, sondern die Station nur drehen würde. Aber was ist mit Nummer 2, also dem vorne? Grundsätzlich könnte man die Station wie zu Space Shuttle-Zeiten drehen und dann von hier aus in Flugrichtung beschleunigen. Problem bei allen Dragon 2 wäre dann nur, dass die Haupttriebwerke am Kopf der Dragon liegen und so gegen die Station pusten. Die Steuertriebwerke hingegen, die zeigen in unterschiedliche Richtungen und müssen paarweise feuern, um Schub in die richtige Richtung zu erzeugen, was aber auch verlustbehaftet ist. Und nein, die Super Draco-Triebwerke zeigen zwar in die richtige Richtung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die ISS nicht in einem Stück bleibt, wenn die feuern würden. Die sind ja für den Starterbruch gedacht. Wobei sie ja ursprünglich zum propulsiven Wiederlanden konstruiert wurden und so sehr weit runterregelbar sein müssen. Trotzdem, die Station ist ja sehr leicht und ausladend gebaut. Da kann im schlimmsten Fall schnell etwas verbiegen oder abbrechen. Es kann auch einfach sehr schnell zu unerwünschten Schwingungen kommen. Übrigens einer der Gründe, warum die Trainingsgeräte alle entkoppelt sind. Gerade beim Radfahren kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wie dann, wenn da ein Astronaut richtig im Training reinballert, die Solarpaneele mit anfangen zu wackeln. Wie es aussieht, wenn ein Reboost ganz anders als geplant verläuft, kann man in diesem Video sehen. Hier ist die ganze Station in Schwingung geraten. Das Feuern in Richtung der ISS möchte man übrigens auch wegen der giftigen Treibstoffe vermeiden. Das Abgas der Triebwerke und unverbrannter Treibstoff könnte sich an Taschen sammeln und durch EVAs in die Station getragen werden. So gibt es für die russischen EVAs auch die Ansage, dass die Anzüge regelmäßig abgewischt werden sollen. Hast du aufgepasst, wo ist eigentlich der internationale Docking-Adapter Nummer 1? Ja, den hat SpaceX kaputt gemacht. Bei CRS-7 ist der zusammen mit einem der wenigen EVA-Anzüge und sonstiger Ausrüstung für die ISS am 28. Juni 2015 bei dem einzigen wirklichen Fehlstart einer Falcon 9 geröstet worden. Aber ich schweife schon wieder ab. An Harmony angedockte Raumschiffe sind wohl keine Option. Aber was ist denn mit dem Zentralknoten, dem Unity? Hier. Tatsächlich geht der Nadir Common Berthing Adapter hier unten genau durch den Schwerpunkt der ISS. Hier könnten Cygnus und japanische HTV andocken. Theoretisch auch der Dragon 1. Der hatte ja auch den großen CBM-1 Docking Adapter. Wenn wir bei Dragon 1 wieder das Problem haben, dass die Triebwerke seitlich sitzen und so paarweise mit viel Verlust feuern müssten, sind bei HTV und Cygnus die Triebwerke in der richtigen Ausrichtung. Und das Cygnus hat auch schon erfolgreich demonstriert, dass es einen Reboost durchführen könnte. Das erstmal übrigens 2018 zu Testzwecken, nur für einige Sekunden. Tatsächlich soll das aktuell gedockte Cygnus NG-17 mit dem Namen Pierce Sellers die erste planmäßige Orbiterhöhung durchführen. Wie gut das funktioniert, wird sich dann zeigen. Ganz witzig, nicht die NASA kam auf die Idee, dass Cygnus dafür geeignet sein könnte, sondern Northrop Grumman hat das vorgeschlagen. Die Idee kam Northrop Grumman, nachdem man einige Erfahrungen mit dem Cygnus hatte, dessen Antriebssystem auf dem Satellitenbus der Firma basiert. Laut Northrop Grumman ist die Position am Nadir von Unity zwar gut, aber dennoch müssen Steuertriebwerke des russischen Segments zusätzlich bei der Steuerung unterstützen. Vermutlich, weil der Hebel der Steuerdüsen des Cygnus sonst zu klein ist. Rettet Cygnus dann die ISS, wenn die Russen nicht mehr wollen? Cygnus fliegt normalerweise mit Antares, die ja auch auf russische Triebwerke angewiesen ist. Grundsätzlich kann man Cygnus aber auch auf anderen Raketen starten. Das wurde auch schon mit der Atlas V demonstriert. Aber ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn man einen Cygnus nicht auch in die Falcon 9 Fairing hineinbekommt. Vulcan von ULA ist wohl auch eine gute Idee, aber Ariane 6 und japanische H2 oder H3 sollten es auch hinbekommen. Dass es irgendeine Lösung für den Cygnus geben muss, kann man daran ausmachen, dass Northrop Grumman nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine einen Vertrag über weitere Cargo-Resupply-Missionen zur ISS erhalten hat. Den hätte man wohl nicht geschlossen, wenn man nicht wüsste, wie man den Cygnus starten soll. Aber zurück zu unserem Thema, Reboost der ISS. Nicht so einfach und definitiv notwendig, wenn man die ISS noch ein paar Jahre betreiben möchte. Fun Fact, die nächste NASA-Raumstation, das Lunar Gateway, soll seinen Orbit mit einem elektrischen Ionenantrieb halten. Warum macht man das? Ja, Sachen in den Erdorbit bringen ist schwierig. Dinge in einen Mondorbit bringen ist viel schwieriger und vor allem viel, viel teurer. Da macht so ein Ionenantrieb dann mehr als Sinn.
So ein Ionenantrieb ist um Größenordnung masseeffizienter als ein chemischer Antrieb. Mein Video über Ionenantriebe, wie sie zum Beispiel bei Starlink von SpaceX eingesetzt werden, das verlinke ich dir hier. Warum man das nicht bei der ISS macht, liegt an der aktuell noch sehr geringen Leistung von Ionenantrieben und der großen Masse der ISS. Zusätzlich müsste man ein Antriebsmodul für die ISS natürlich auch erst aufwendig neu entwickeln und getestet werden. Ob man diesen Aufwand für die alte ISS noch machen möchte? Das bringt uns zurück zur ISS, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Was passiert denn eigentlich, wenn die Station wirklich durch ist? Viele Module sind in den 90er Jahren gefertigt worden. Die Station zeigt ja jetzt schon Alterserscheinungen. Ich denke, es ist völlig illusorisch zu denken, man wird sie ewig weiter betreiben können. Tatsächlich gibt es dafür auch noch kein abschließendes Konzept. Einfach abstürzen lassen geht nicht, weil man nicht sicher sein könnte, dass die Station dann über unbewohntem Gebiet wie dem Point Nemo im Südpazifik niedergeht. Dafür bräuchte man eine erhebliche Menge an Bremsschub, die dafür sorgt, dass die Station punktuell wieder eintritt. Bei der Mir, die mit 130 Tonnen nur ein Drittel der ISS gewogen hat, haben Orbitanpassungen durch einen einzelnen Progressfrachter gereicht, der in einem letzten Schritt die Station mit einer 20-minütigen Triebwerkszündung aus etwa 200 Kilometer Höhe zum Absturz brachte. Die Absturzstelle war etwa 3000 Kilometer lang und 100 Kilometer breit. Also ich sag mal, mit der Genauigkeit kann man nicht unbedingt auf einem Drone-Ship landen, aber ein unbewohntes Gebiet im Pazifik treffen, ich denke, das wird klappen. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass ein schlüssiges Konzept für das Ende der ISS vorgelegt wird. Und erst dann sollte man überlegen, wie der weitere Betrieb aussehen kann. Das ist übrigens einer der einfachsten Projektmanagement-Tricks, Projekte vom Ende her planen. Dann verzettelt man sich nicht so auf dem Weg dorthin zum Ziel. Es sei denn natürlich, du hast einen Kosten-Plus-Vertrag im Hintern stecken und wirst nach Aufwand bezahlt. Dann immer von Anfang planen und die Cash-Cow im Keller schön mit jedem Problemchen, was auftaucht, nochmal melken. Im besten Fall ist der Kunde sogar beeindruckt, wie du diese riesigen Probleme fachmännisch gelöst hast. Ja, ich hoffe, ich habe alle deine Fragen zum ISS-Reboost fachmännisch beantwortet. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Like da. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Danke an Cheritel und Space Racer für die Hilfe bei der Recherche und dem Skript und an Johanna fürs Korrekturlesen. Wie immer geht hier ein besonderer Dank an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Like lassen, wenn es so war. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.